mit Blaulicht, mit dem Rettungswagen zum Einsatzort. Dort gemeldet, ACS, akutes Corona-Syndrom, oh mein Gott. Naja, wir fahren dahin, natürlich unter Beachtung der Verkehrsregeln, ist ja wohl selbstverständlich. Alles vernünftig, fahren hin, stellen unseren Rettungswagen ab, steigen aus, nehmen unsere Sachen, gehen rein zum Patienten. Wir versorgen den Patienten, der Notarzt kommt nachher noch dazu, versorgt den Patienten noch weiter. Wir alle Mann versorgen den Patienten noch weiter und richtig toll, so dass es ihm wieder gut geht und wir sagen können, so, jetzt können wir mit dem Patienten aber auch ins Krankenhaus fahren. Wir also raus mit ihm, rein in den Rettungswagen und wollen los. So, mein Kollege ist gefahren. So, mit Eimer, er fährt nicht los. Und dann, naja, gut, und dann steigt er aus und geht er ums Auto rum, geht nach vorne, steigt wieder ein auf den Fahrersitz, murmelt irgendwas rum da, so pöbelnderweise, und wir fahren Richtung Krankenhaus. Naja, gut. Auf jeden Fall geben wir den Patienten ab und dann sagt er so, und jetzt fahren wir hier nochmal zur Polizeiwache. Ich sag, wieso fahren wir zur Polizeiwache? Was ist denn nun? Wir fahren jetzt zur Polizeiwache, weil es war ein Zettel unter dem Scheibenwischer. Ich sag, was für ein Zettel? Dieser hier. Und da stand dann drauf, ne, Polizeikommissariat sowieso, das war so ein Vordruck, ne. Sehr geehrte Verkehrsteilnehmer, und Sie erhalten in nächster Zeit Post und dies und das, weil Sie halt eben sich nicht sachgemäß im Straßenverkehr verhalten haben. Irgendwie so ein Standardtext war da drauf. Naja, auf jeden Fall stand ein Stempel und eine Unterschrift von der Polizei. So, stand aber kein Name und nichts drauf, aber es stand das Polizeikommissariat drauf. Und das kannten wir ja. Das war ja in unserem Revier. Also, hingefahren. Ding dong. Ne, ist ja alles verrammelt und verriegelt wie Fort Knox da, bei so einer Polizeiwache neuerdings. So, und dann ging der Summer, ging die Tür auf, waren wir im Vorraum. Dann ging die nächste Tür auf und noch eine Tür und noch eine Tür und noch eine Tür. Und dann waren wir irgendwann in der Wache. Und dann stand da ein ganz junger Kollege mit einem so einem blauen Sternchen da auf der Schulter. Und dann sagt er, guten Tag. Ja, und guten Tag, moin. Ja, was kann ich denn für euch tun? Ja, guck mal hier, wir haben einen Zettel gehabt. Hm, sagt er, den kenne ich. Und dann sagt mein Kollege, okay, woher kennen Sie den denn? Ja, den habe ich ja auch geschrieben, sagt er, ne? Und dann sagt mein Kollege, das ist natürlich wundervoll, dass ich genau den richtigen jetzt hier habe. Dann nur mal kurz die Frage, warum schreibst du mir ein Ticket, wenn ich im Einsatz bin? Und dann sagt er allen Ernstes, tja, es kann ja sein, dass ihr im Einsatz gewesen seid mit eurem Rettungswagen, aber dann hättet ihr euch kenntlich mit Blaulicht und Warnblinker auf die Straße stellen können, weil ihr wart nicht in einer ordnungsgemäßen Parklücke drin. Und da dort das Halten sogar verboten ist, sagt er, absolutes Halteverbot, habe ich euch aufgeschrieben, und ihr könnt Glück haben, dass euer Auto so groß ist, weil sonst hätte ich den bestimmt nach einer gewissen Zeit auch wegschleppen lassen. Wir gucken uns an, wir gucken den Kollegen an und fragen ihn allen Ernstes, bist du von versteckter Kamera? Das fand er natürlich nicht witzig. Und dann fing er an, uns zu erzählen, und dieses Gesetz und hier und da und dies darf man nicht und das darf man und hier und da. Ne? Und er wollte uns erzählen, wir müssen ja mit Blaulicht auch parken, um damit zu kennzeichnen, dass wir auch tatsächlich in einem Notfalleinsatz sind. Dann haben wir ihm versucht zu erklären dazu, A, machen wir die Motorweiterlaufschaltung nicht an, nur damit wir das Blaulicht anlassen, weil wegen Umweltbelastung und so, ne? Weil Rettungsdienst ist kommunale Sache, also behördliche Sache, und dann ist das doof, wenn wir da eine Dreiviertelstunde beim Patienten drin sind und den versorgen, ne? Und die ganze Zeit da draußen der Motor läuft von der Karre, nur damit das Blaulicht an ist, weil wenn der Motor nicht läuft, dann ist auch irgendwann die erste Batterie leer gelutscht, ne? Und dann haben wir nur noch die Ersatzbatterie und so, das ist alles Mist. Außerdem macht das sowieso keine Sau. Ne, da macht man einen Warnblinker an und steht auch ganz groß Rettungsdienst drauf. 112 Rettungsdienst, großes rotes Auto. Ne, kann man nicht verkennen. Da steht nichts mit Krankenbeförderung, Taxi, oder da steht auch nicht groß drauf in Leuchtschrift, ich möchte hier nur falsch parken. Sondern da steht Rettungsdienst drauf. Das fand er überhaupt nicht lustig, und das war eine Diskussion zwischen meinem Kollegen und ihm. Nun muss ich dazu sagen, diese Diskussion hat sich irgendwann so entwickelt, dass der eine oder der andere der Meinung gewesen ist, den anderen gegenüber fast über den Tresen zu ziehen. Wer jetzt war, das könnt ihr euch selber denken. Naja, auf jeden Fall ein riesen Bombavorium da in der Wache, bis dann irgendwann einer um die Ecke kommt. Was ist denn hier los? Und das war einer, der war schon etwas länger auf der Wache. Und den kannten wir auch aus diversen Einsätzen, weil der halt eben schon einige Jahre auf der Wache war. Und dann sagt er, hey, moin Jungs, na, was ist denn hier los? Und dann sagt der Polizist, der mit diesem Sternchen da sagt er, ja, die wollen sich hier beschweren. Und dann sagt er, worüber wollen sich denn die Kollegen vom Rettungsdienst hier beschweren? Und dann sagt mein Kollege, der hat mir Zettel geschrieben hier. Und dann sagt er, was für ein Zettel? Und dann kurz erklärt, ne, und
beziehungsweise mein Kollege wollte das dann kurz erklären und dann fiel ihm der andere gleich ins Wort und sagt denn, auf dem Zettel steht drauf, Sie bekommen in nächster Zeit Post. In diesem Sinne unterbrechen wir das Gespräch jetzt, ja. Warten Sie, bis Ihr Dienstherr Post gekriegt hat und Sie einen Anhörungsbogen bekommen haben. In dem Moment bin ich froh gewesen, dass mein Kollege war und nicht ein anderer Kollege, den wir haben oder hatten zu der Zeit, der etwas, wie soll ich sagen, mit dem hätte man nicht so lange so diskutieren können, sagen wir es so. Mein Kollege auf jeden Fall, man hat gemerkt, wie 3, 2, 1 und dann geht die Bombe gleich hoch. Aber bevor das passiert ist, hat er der ältere Kollege geschnallt, worum es geht und sagt zu seinem Kollegen da, also der Polizist, so, jetzt hältst du mal bitte den Mund und jetzt lassen wir die Jungs hier nochmal ausreden, bitte. Und dann sagt mein Kollege ganz ruhig erstmal Wusa. Dann Luft geholt, hat ihm das nochmal erklärt und dann sagte der ältere Kollege, gib mal her den Zettel. Und dann, hier bitteschön. Und er guckt seinen Kollegen an und sagt, hört mal zu. Du bist ja nun gerade hier von der Schule, ne, Polizeischule und so. Wenn bei den Jungs Rettungsdienst, Notarzt oder irgendwie sowas draufsteht und 112, egal was da draufsteht, das hat Blaulicht, die kommen mit Blaulicht, die stellen sich mit Blaulicht irgendwo hin, machen dann das Blaulicht aus und den Warnblinker an, dann ist das so. Und dann fing er an und wollte mit dem darum diskutieren. Ja, aber Paragraph hier und da und Straßenverkehrsordnung und so. Und dann guckt der ältere Kollege uns an und sagt, für uns ist das Gespräch beendet, ihr könnt wieder losfahren. Wir sind raus durch diese 45.000 Türen. Nach draußen gingen die alle so auf, da mussten wir nicht auf den Sommer warten. Obwohl wir hinter diesen 45.000 Türen waren, haben wir den älteren Kollegen laut und deutlich noch reden gehört. Ja, geredet hat er. Etwas lauter. Naja, was soll ich euch sagen? Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Und wenn wir schon irgendwo alle dasselbe machen, wir fahren mit Blaulicht durch die Gegend. Der eine, der fährt zu einem Patienten, weil es ihm schlecht geht. Der andere fährt zu einem bösen Lümmel, den er festnehmen muss. Ja? Und wieder andere fahren mit einem Bagger, ja, vom THW zum Beispiel. Oder zum Wasser, um jemanden aus dem Wasser rauszuholen. Oder irgendwo hin, um ein Feuer zu löschen. Egal, was da mit Blaulicht durch die Gegend fährt. Irgendwo sind wir alles Kollegen und wir können auch alle kollegial miteinander umgehen und müssen uns nicht gegenseitig irgendwelche Tickets schreiben.